Hallo zusammen, ein neues Video von mir und zwar gibt es heute das letzte aufgebrauchte Video für dieses Jahr. Ich lege sofort los, damit das Video einfach nicht so lang wird. Und zwar ganz unspektakulär, einmal natürlich mein Wellaflex 2-Tages-Volumenschaum, kaufe ich immer wieder nach, habe ich auch wieder nachgekauft. Und natürlich auch das Form und Finish, der Haarlack, auch den habe ich wieder nachgekauft und ja, mehr brauche ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Das gleiche gilt für mein Balea Reinigungsöl. Auch dieses, wisst ihr, benutze ich jeden Tag immer und habe ich mir natürlich auch schon wieder nachgekauft und habe ich aber auch noch jede Menge Backups von und dazu werde ich nicht mehr viel sagen. Dann eine Seife leer gegangen und zwar von Douglas Home Spa Beauty of Hawaii. Das ist diese hier, die gab es mal als Geschenk bei einer Bestellung eben dazu. Hier waren 300 Milliliter drin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl gehabt, diese Seife wurde und wurde nicht leer. Vom Duft gar nicht so meins tatsächlich. Wie gesagt, es ist nur eine Handseife, von daher natürlich nicht dramatisch, aber würde ich mir definitiv nicht nachkaufen und die Duftrichtung gefällt mir wie gesagt auch nicht. Es gibt davon ja verschiedene Sachen, es gibt Bodylotions, Duschschäume. Aber diese gefällt mir definitiv nicht, die Duftrichtung. Von daher würde ich da natürlich auch nicht nachgucken. Bleiben wir bei Duschgel. Da sind einige leer geworden. Zum einen von Balea das Duschgel Marshmallow mit Marshmallow-Duft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt zum Schluss wirklich ein bisschen schwer getan mit dem Duft, obwohl ich Marshmallow-Duft eigentlich mag. Nachdem mir aber eine liebe Abonnentin schrieb, und ich weiß hundertprozentig, dass du gemeint bist, das weißt du. Sie hatte mir geschrieben, sie hat das Gefühl, dass es nach Babykotze riecht. Und ich kann das zwar nicht nachempfinden, aber ich muss immer daran denken, wenn ich es benutze. Das geht einfach nicht aus meinem Kopf raus. Und wer möchte schon nach Babykotze riechen? Kein Mensch. Deswegen habe ich mich wirklich ein bisschen schwer getan damit. Ich habe jetzt noch eine Pulle davon. Werde jetzt aber erstmal zu was anderem wechseln. Ist ja nicht schlimm, hält sich ja ein bisschen. Vielleicht bekomme ich irgendwann mal wieder Lust drauf. Dann habe ich einmal aufgebraucht von Balea die Duschlotion Perfect Happiness. Das ist diese hier. War eine limitierte Edition. Ich weiß nicht, ob es diese Duftrichtung noch gibt. Das war auf jeden Fall mit dem Duft von Magnolie und Macadamia. Ja, es riecht ein bisschen blumig, es riecht ein bisschen nussig. Es war relativ flüssig tatsächlich. War okay, war mal was anderes. Würde es die Duftrichtung neu geben und ich würde sie im Laden sehen, würde ich sie wahrscheinlich mitnehmen. Jetzt, wo ich weiß, wie es riecht und wo ich sie hatte, darf auch wieder was anderes kommen, sage ich mal so. Dann aufgebraucht duscht das die Body Lotion Spray and Go mit Honigmelon und Jasminduft. Hatte ich euch im Sommer des Öfteren gezeigt, mag ich total gerne. Ich muss ehrlich sagen, jetzt für den Winter ist es mir tatsächlich nicht wirklich reichhaltig genug. Ich mag die super gerne im Sommer, weil es super schnell geht. Einsprühen, ein bisschen eincremen, gut ist gewesen. Die Pflege ist halt nicht so intensiv, dass ich eben jetzt das Gefühl habe, wo es so kalt draußen ist, die Heizungsluft und man hat vielleicht auch mal dickere Sachen an. Die Beine werden dann natürlich trockener und da reicht mir dieses halt nicht aus. Aber im Sommer, im Frühling werde ich mir das definitiv wieder kaufen. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Ich mag die Duftrichtung gerne und ich mag den Sprühmechanismus total gerne. Und ja, definitiv für mich ein Nachkaufprodukt, nur halt jetzt nicht im Winter. Noch ein Duschgel und zwar zuckersüß mit Zuckerwatte-Duft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nicht unbedingt, dass dieses wirklich nach Original Zuckerwatte gerochen hat. Es riecht ganz gut, es war halt sehr süß, aber so wirklich hundertprozentig nach Zuckerwatte finde ich nicht unbedingt. Ja, war ganz nett. Würde ich das geben, würde ich es mir sicherlich auch wieder nachkaufen. Gibt es aber nicht mehr. Dann einmal einen Nagellackentferner aufgebraucht und zwar nennt er sich Oversaw Select, ein acetonfreier Nagellackentferner. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich den gekauft habe. Den muss ich in irgendeinem Lebensmittelmarkt mitgenommen haben. Weil ich ja mit dem Ebelin Nagellackentferner so unzufrieden war, wollte ich mal was anderes ausprobieren. Ich kann jetzt nichts Positives an dem feststellen, nichts Negatives. Von daher ist es nicht schlimm, dass ich nicht mehr weiß, wo ich den her hatte. Hat seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt.
Dann aufgebraucht von NYX das Matte Finish Long Lasting Setting Spray. Habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Mag ich extrem gerne. Habe ich auch schon zu berichtet. Dann einmal ein Peeling aufgebraucht. Und zwar von Trekkle Moon. Das Zoës Lemonade Days. Auch dieses habe ich mir wieder nachgekauft. Weil es eben aktuell noch keine andere Duftrichtung gibt. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Duftrichtung gerne mag. Tatsächlich. Ich hatte auch schon das Duschgel davon. Das mochte ich auch sehr gerne. Duschgel von Trekkle Moon ist immer ein bisschen schwierig, weil da ja 500 Milliliter drin sind und man da doch ein Weilchen mit braucht. Und gerade von Trekkle Moon habe ich eben das Marshmallow in Benutzung tatsächlich. Auf jeden Fall dieses Peeling wieder nachgekauft, mag ich auf jeden Fall gerne. Dann einmal aufgebraucht von Nivea die Cremepflege-Reinigungstücher. Ich glaube, ich habe die letzten Monat euch auch schon gezeigt. Ich finde die nicht schlecht. Ich hatte das ja so in einem Doppelpack eben gekauft, wo es eben eine Packung gratis gab. Würde ich das mal wieder sehen, würde ich das auf jeden Fall auch mitnehmen. Was ich an denen wirklich extrem gut finde, zum einen riechen sie nach Nivea, was ja nicht schlecht ist. Und sie sind extrem feucht, finde ich. Das habe ich halt manchmal so bei Balea das Gefühl, dass die so trocken sind, diese Tücher. Ich benutze die sowieso nur für die Hände, von daher für mich nicht schlimm. Aber ich fand es halt wirklich schön, dass die extrem feucht durchtränkt waren. Das hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Dann wieder aufgebraucht von Dr. Beckmann, der Geruchsentferner. Ich mag das Zeug wirklich gerne, deswegen zeige ich es euch nochmal. Habe ich mir auch wieder nachgekauft. Ich mag den Duft total gerne. Hier steht zwar Geruchsentferner drauf, aber dieses hat so einen wirklich frischen Duft und gefällt mir gut auf jeden Fall. Habe ich mir auch wieder nachgekauft. Werde ich euch nächsten Monat nicht zeigen, weil jetzt wisst ihr es ja. Dann noch ein Duschgel aufgebraucht und zwar von Original Source, das grüne Banane und Bambusmilch. Das hatte ich mir mitgenommen, ich glaube aus Berlin, tatsächlich als ich Jana besucht habe. Und tatsächlich, ich mag den Duft ganz gerne, das ist mal was komplett anderes. Ich finde, das riecht gar nicht mal so extrem nach Banane, das riecht so ein bisschen wie dieses fruchtige Kaugummi von Wrigley's. Ist auf jeden Fall mal was komplett anderes vom Duft. Deswegen hat mir das ganz gut gefallen. Ich muss mal wirklich gucken, ob das noch bei DM ist. Dann würde ich mir das vielleicht sogar noch mal mitnehmen. Dann noch eine Seife aufgebraucht. Und zwar von Fahr, die Coconut Milk Cremeseife. Das ist diese hier. Ich habe euch schon öfter die Cremeseifen gezeigt von Fahr. Und ich habe euch auch schon öfter gesagt, dass ich die ganz gerne mag. Tatsächlich ist diese Sorte eine Sorte, die ich vom Duft nicht so gerne mag. Ich finde die Coconut Water riecht um einiges mehr nach Kokosnuss als diese Coconut Milk. Weiß ich auch jetzt erst hinterher, wo ich sie eben benutzt habe. Von daher würde ich mir die nicht wieder mitnehmen, aber die andere würde ich mir durchaus nochmal mitnehmen. Dann einmal von Garnier wahre Schätze das Shampoo Argan und Kameliaöl aufgebraucht. Mag ich sehr gerne auf jeden Fall. Und die Spülung wahre Schätze mythische Olive mag ich auch sehr gerne. Werde ich mir sicherlich auch irgendwann mal wieder mitnehmen. Ich habe jetzt noch so viele Shampoos, die angebrochen sind. So viele Spülungen, die angebrochen sind. Ich muss die alle mal aufbrauchen. Ja. Hoffe, dass ich das im nächsten Monat erledigen werde. Dann habe ich hier einmal ein Perfect Cleansing Oil von Shiseido. Das ist dieses hier. Hier sind 40 Milliliter drin gewesen und das ist ein sanftes Reinigungsöl. Also ähnlich wie das von Balea. Ich hatte dieses Mal in einer Douglas-Box als Probe drin und das fand ich natürlich super. Ich mag solche Reinigungsöle sehr, sehr gerne. Was ich mochte, war auf jeden Fall der Pumpmechanismus. Den fand ich wirklich gut. Ich muss mal gucken, ob dieses Teil auf das andere von Balea drauf passt. Was ich an diesem Öl auch sehr gerne mochte, war der Duft. Ich finde, das hat so einen leicht frischen Duft. Hat natürlich auch sehr, sehr gut gereinigt. Hat sehr, sehr gut Augen-Make-up, Mascara abgenommen. Hat die Haut auch schön gepflegt. Also man hatte danach ein wirklich schönes, gepflegtes Gefühl. Überhaupt nicht trocken. Auf jeden Fall ein gutes Öl. Kaufen würde ich es mir nicht, weil es sicherlich sehr, sehr teuer ist. Ich habe noch gar nicht geguckt, was das wirklich kostet in Originalgröße. Aber ich denke, das ist natürlich ja, tausendmal teurer ist als das von Balea. Von daher, ich fand die Probe wirklich sehr, sehr nett. Das könnten sie öfter machen bei Douglas. Und ja, auf jeden Fall nettes Öl, definitiv. Dann noch ein kleines Pröbchen sozusagen leer gegangen. Und zwar von Oxygen. Ein Argan Oil
of Morocco Conditioner. Und zwar ist das so eine 88,7 Milliliter Flasche. War als Gratisprobe eben mal an diesem Shampoo. Gab es mal bei DM. Wollte ich eben mitnehmen, ausprobieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dieses Shampoo und ich mag auch die Spülung nicht. Die Spülung geht zwar, aber ich finde halt, sie macht halt die Haare nicht wirklich weich genug. Viel schlimmer finde ich das Shampoo, das habe ich jetzt noch nicht aufgebraucht. Da werde ich später zu berichten. Ich werde mir definitiv von dieser Marke kein Shampoo mehr kaufen. Dann eine Maske aufgebraucht und zwar von Montagne Jeunesse, die Creamy Coconut. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Maske gewesen. Und die hatte ich, glaube ich, von Jana mal in einem Päckchen gehabt, genau. Ich muss sagen, die mochte ich sehr, sehr gerne. Das war keine Tuchmaske, das war wirklich eine Crememaske. Sehr, sehr dick und fest von der Konsistenz. Hat wirklich nach Kokosnuss gerochen. War auf jeden Fall angenehm auf der Haut. Auch bei dieser Maske kann ich leider nicht sagen, dass ich danach das Gefühl hatte, dass meine Haut jetzt super durchfeuchtet war oder irgendwas besonders gut an meiner Haut war. Ich habe bisher auch noch keine Maske gehabt, wo ich sagen würde, die hat wirklich was getan. Also schreibt mir doch sehr gerne mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwie eine Maske kennt, wo ihr sagt, Mensch, die tut wirklich was. Ich mag wirklich gerne mal Masken benutzen, weil ich mir eben auch einbilde, vielleicht tun sie was und ich merke es halt nur nicht, ich sehe es halt nur nicht. Aber es wäre natürlich schöner, wenn man was sehen würde. Von daher mag ich natürlich Masken oder bevorzuge Masken, die sehr angenehm riechen, die sich angenehm auftragen lassen. Wie gesagt, ich mag diese Tuchmasken sehr, sehr gerne. Und hier hat mir jetzt eben der Duft sehr gut gefallen. Ja, habe ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne ausprobiert und benutzt. Dann habe ich 4 Pröbchen leer gemacht. Und zwar von Ole Henriksen. Und zwar hatte ich hier mal solche Pröbchen eben für 2 Tage sozusagen. Einmal war hier drin das Truth Serum Kollagen Booster, ein Anti-Aging Serum. Und fange ich mal mit dem an. Wie gesagt, ein Serum, was total lecker gerochen hat. Das hat so ein bisschen nach Orange gerochen. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass das so ein bisschen gestrafft hat, die Haut. Dieses Serum war natürlich relativ flüssig, also trocknete dann eben auch auf der Haut und durch diesen Trocknungseffekt habt ihr natürlich dann auch so einen Straffungseffekt oder das Gefühl, dass euer Gesicht gestrafft ist. Mochte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ist natürlich auch relativ teuer. Könnte man bei Sephora bestellen. Werde ich auf jeden Fall mal überlegen, ob ich mir das mal im Original hole. Dann war da drin für den 2. Tag ein Night Treatment. Und das ist eben ein Facial Gel gewesen, eine Nachtcreme sozusagen. Da kann ich leider nichts Positives drüber sagen. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass meine Haut am nächsten Tag super gut aussah oder dass sie besonders weich war. Also hier konnte ich jetzt bei einmaliger Anwendung nicht wirklich was feststellen. Aber wie gesagt, bei einmaliger Anwendung natürlich auch immer schwierig. Und dann waren hier eben noch 2 Pröbchen von der Sheer Transforming Feuchtigkeitspflege drin. Dazu kann ich jetzt was sagen, denn ich hatte auch ein Pröbchen in meinem Sephora Favorite Set von dieser Sheer Transformation Facial Cream und ja, komplett aufgebraucht. Diese hat einen relativ neutralen Duft, ist eine ganz, ganz leichte Feuchtigkeitscreme. Von der Konsistenz so ein bisschen wie die Embryolisse Creme, wenn ihr die vielleicht kennt. Die ist ja auch so sehr, sehr leicht von der Textur. Zwar sehr reichhaltig, aber leicht. War eine schöne Feuchtigkeitstagespflege, sage ich mal. Dann werde ich mich von 2 Kajalstiften trennen. Und zwar von P2 meine weißen Kajalstifte in Cool Alaska. Die sind mittlerweile so klein angespitzt. Ja, da benutze ich halt lieber einen neuen, einen großen. Und deswegen schmeiße ich diese kleinen jetzt weg. Dann habe ich hier eine kleine Augencreme und zwar von Dermalogica, das Ultra Smoothing Eye Serum. Das ist dieses hier. War so ein kleines Pröbchen mit 3 Millilitern drin. Eye Serum trifft es ganz gut, also auch relativ flüssig. Man brauchte wirklich nur so einen ganz, ganz kleinen Tropfen und ist damit dann eben für beide Augen super hingekommen. Ist relativ schnell eingezogen.
man konnte sich danach dann auch gleich fertig schminken. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dadurch irgendwie das Gefühl hatte, dass ich weniger Fältchen habe, dass da irgendwas aufgepolstert ist oder so. Von daher würde ich mir die jetzt auch nicht kaufen. Ich fand sie auf jeden Fall angenehm. Ich konnte nichts Negatives daran feststellen. Ich mag sowieso so Augenpröbchen, Augencremes als Pröbchen, finde ich immer super. Weil man da eben auch meistens sehr, sehr lange mit hinkommt und dann auch wirklich entweder was sehen kann oder eben nichts sehen kann. Sich dann einfach entscheiden kann, ob man diese kaufen würde oder nicht. Diese würde ich mir jetzt nicht kaufen, obwohl ich sie nicht schlecht fand. Aber wenn ich mir eine teurere kaufen würde, eine teurere Augenpflege, dann wäre es auf jeden Fall nicht die. Dann hätte ich andere im Kopf. Dann einmal aufgebraucht von Essence die Lash & Brow Gel Mascara. Natürlich aufgebraucht. Habe ich mir nicht nachgekauft. Ich habe mir ja diesmal von Wet n Wild eine mitgenommen. Dann einmal eingetrocknet leer von Essence die False Lashes Mascara Dramatic Volume Unlimited. Die habe ich mir auch wieder nachgekauft. Auch dazu hatte ich ein Video gemacht. Das kann ich euch sehr gerne in die Infokarte verlinken. Dann einmal aufgebraucht von Maybelline die Lash Sensational Mascara. Auch diese habe ich mir wieder nachgekauft. Auch diese mag ich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mal so meine Schubladen noch so ein bisschen ausgemistet und habe eben noch Mascaras gefunden, die langsam auch in die Tonne müssen. Und zwar zum einen habe ich hier noch eine alte Essence Multi-Action Mascara, die natürlich ihr halbes Jahr auf jeden Fall schon hinter sich hat. Ich mochte die Mascara früher extrem gerne. Seitdem sie die verändert haben, finde ich die allerdings nicht mehr ganz so gut. Die alte mochte ich viel, viel lieber, definitiv. Dann habe ich hier einmal von L'Oreal die Double Extension Mascara. Das ist ja so eine doppelte, wo man eben die weiße Mascara zuerst aufträgt und dann eben mit der schwarzen drüber weggeht. Ich mochte die früher ganz gerne, früher, vor 5, 6, 7 Jahren. Diesmal fand ich sie nicht ganz so gut. Ich hatte immer das Gefühl, dass man doch sehr stark noch weiße Wimpern sieht, wenn man halt nicht so extrem gut getuscht hat. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde aber, sie verlängert eben ganz schön eigentlich. Ja, obwohl, wenn ich mir jetzt eine von L'Oreal kaufen würde, dann würde ich mir diese wieder kaufen. Und zwar die False Lash Extensions Falsche Wimpern Mascara. Das ist diese hier, die hat so Gummibürstchen. Ich finde, die macht wirklich schöne, lange Wimpern. Gibt aber nicht so viel Volumen. Das sollte man wissen. Also, wenn ihr wirklich Volumen braucht, würde ich euch die jetzt hier nicht gerade empfehlen. Dann habe ich hier noch einmal die Manhattan No End Mascara. Das ist diese hier. Auch komplett eingetrocknet. Ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie ich die fand. Hätte ich sie gut gefunden, hätte ich sie mir wahrscheinlich auch wieder nachgekauft. Manhattan hatte damals wirklich ganz, ganz schöne Mascaras, diese in diesen silbernen Röhrchen. Ich weiß gar nicht, ob sie die noch haben. Ich glaube, die haben sie nämlich rausgenommen. Die fand ich auf jeden Fall damals ganz gut. Ja, diese würde ich mir nicht wieder nachkaufen. Dann habe ich hier noch von P2 die Extreme Volume Extension Mascara. Das ist diese hier. Und auch da kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern, wie ich die fand. Ich habe ja schon mal gesagt, also bei P2 Mascaras, ich glaube, ich bin geheilt wirklich mittlerweile, weil ich wirklich noch nie eine P2 Mascara wirklich richtig toll fand, die mich wirklich umgehauen hat, wo ich gesagt habe, die muss ich unbedingt wieder haben. Deswegen würde ich mir die auch nicht kaufen. Dann habe ich hier noch zwei kleine Pröbchen. Mascara-Pröbchen mag ich auch immer unheimlich gerne. Zum einen habe ich hier von MAC die Zoom Lash Mascara. Das ist diese hier. Und die fand ich tatsächlich auch ganz schön, muss ich sagen. Und jetzt so ein Bürstchen. Das war wirklich eine schöne Mascara. Die hat schön lange Wimpern gemacht. Jetzt ist es ja bei diesen Mini-Mascaras immer so, dass diese meistens besser sind, die Pröbchen, als die Originalen. Von daher, vielleicht kann mir mal jemand schreiben, wer diese Mascara benutzt. Oder wenn ihr diese in Originalgröße schon mal hattet, wie ihr die findet. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Die fand ich auf jeden Fall als Pröbchen echt super. Und dann habe ich hier noch die Estee Lauder Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Die würde ich mir schon nicht kaufen wegen dem Namen. Nein, im Ernst.
Ich mag das Bürstchen nicht, das ist riesengroß und ist dabei relativ breit. Breit so gefächert. Das mag ich eben nicht so gerne. Ich finde auch nicht, dass sie Länge gibt. Sie gibt wirklich Volumen, das tut sie. Aber mir fehlt da so ein bisschen die Länge. Deswegen habe ich die nicht so häufig benutzt. Und deswegen wandert auch diese in die Tonne. Und dann war es das für dieses Jahr mit den aufgebrauchten Sachen. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr mir fleißig Kommentare da lasst und vielleicht auch ein Däumchen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich sehr, sehr bald wieder. Habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.